gleichzeitig ein Schlüssellauf sein. Werner hilft mir dabei, die Helmfarbe aufzusetzen. Gelb-Schwarz, das heißt ganz außen, außere Startbahn. Und diese Bahn war eigentlich von mir gar nicht bevorzugt, denn ich hatte vorher mit einem Schraubenzieher die Bahn abgesteckt und wusste genau, es ist kein Material außen, also kein Griff für das Hinterrad. Ich musste mich jetzt unheimlich konzentrieren, denn mein härtester Gegner in diesem Weltfinale, das ist Kenny Carter, Zenon Plech, der Kontinentalsieger, und Stanzl aus der Tschechoslowakei. Ein schöner Start von mir, absolut optimal ausbalanciert. Man sah noch das Bein eben als Gleichgewichtsstange eingesetzt. Versuche natürlich ab Mitte der Kurve das Gas ein bisschen abzudrehen, aufzubauen, schaue mich nach den Gegnern um. Weit abgeschlagen, Kenny Carter auf zweiter Position. Ich konnte mir jetzt den Luxus erlauben, auf Sicherheit zu fahren. Nachdem Michael Lee im ersten Lauf ja einen neuen Bahnrekord gefahren hat und ich habe natürlich jetzt mich nur auf Sicherheit fahren konzentriert und immer wieder nach den Gegnern umschauen. Ich konnte es selbst gar nicht glauben, dass ich so weit vorne war, denn Kenny Carter galt als Geheimfavorit. Sie sehen jetzt also selbst, dass der Abstand immer größer wird und ich kann es mir sogar erlauben, zum Abschluss des Laufes einen Wheelie zu produzieren. Eine Runde noch zu gehen und der Starter, Holger Jasper, ist ja ein alter Freund von mir. Man merkte ihm an, dass er sich für mich mitgefreut hat, denn man sieht gleich, wenn er die Zielfahne abwinkt, dass er ganz außer sich ist vor Freude. Und jetzt noch ein schönes Wheelie und das kostete mich natürlich den Bahnrekord. Der war 200 zu langsamer wie Michael Lee sein Lauf.